Hallo zusammen. Ein kleines Video zwischendurch. Ich habe so eine kleine Auftragsarbeit bekommen. Ich habe hier so einen Kopfhörer. Da ist die eine Ohrmuschel einfach abgebrochen. Nach gar nicht mehr so langer Zeit von dieser Marke hier. Hätte ich jetzt ein bisschen anderes erwartet, qualitätsmäßig. Vor allem von der Befestigung her. Naja, war jetzt nicht so teuer der Kopfhörer, aber... Bin doch etwas enttäuscht, muss ich sagen. Auf jeden Fall habe ich mir das Ganze mal angeschaut und ich dachte, das dürfte so schwer nicht sein, das wieder hinzubekommen. Das Ganze funktionierte wohl so, dass hier... Ich schraube einfach mal die andere Seite auf. Im Prinzip ist es einfach eine Art... es ist quasi eingeklipst, die eigentliche Ohrmuschel, damit sie sich frei drehen und der Kopfform anpassen kann. Und um diese abgebrochene Geschichte jetzt zu reparieren... müssten wir eigentlich nur irgendwie uns da eine Alternative ausdenken. Dazu schraube ich einfach diese Verkleidung hier ab. Das sind nur zwei kleine Schräubchen. Und da sieht man dann auch das Prinzip von der ganzen Sache. Ich gucke mal, ob man das halbwegs erkennt auf der Kamera. Na, man sieht einfach, der eigentliche Kopfhörer ist mit so einer Plastikschale gelagert. Mit so einem Kunststoffplättchen, was verhindert, dass es halt dadurch fällt. Ach so, ja, klar, natürlich. Gehalten wird es im Endeffekt durch die äußere Schale. Nicht durch die innere Schale, weil hier passt es halt genau rein. Hoppala. Und man sieht, das gleitet hier drinne und wird dadurch daran gehindert, herauszufallen. Und bleibt entsprechend flexibel. Was eigentlich von der Konstruktion her ganz nett ist, muss ich sagen, aber... Wie gesagt, ich bin nicht so begeistert von der qualitativen Umsetzung. Aber mal gucken. Zur Reparatur habe ich mir gedacht, nehmen wir uns einfach eine Schraube mit einem etwas breiteren Kopf, wo auch immer sie jetzt abgeblieben ist, da. Oder wahlweise eine dickere Schraube mit einer Kunststoffunterlegscheibe, die wir im Endeffekt einfach in diesen... oder auf diesen abgebrochenen Part aufschrauben. Das ist dann zwar nicht mehr so hundertprozentig original, ist vielleicht ein bisschen wackeliger, aber zumindest muss man den Kopfhörer dann nicht wegschmeißen. Und ich denke mal, so im Sinne des Upcyclings vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Diese Schraube, die ich hier gefunden habe, passt zufällig ziemlich genau hier rein. Ich lege das mal an. Ja, man sieht... Sie passt ziemlich optimal. Die werde ich zuerst versuchen. Als Alternative wäre halt diese Kunststoffunterlegscheibe, die ich gefunden habe. Auch die passt optimal auf diesen Steg drauf. Da könnte man dann einfach mit dieser Schraube dann doch zusätzlich dadurch. Aber ich versuche es erstmal hiermit. Sollte eigentlich ausreichen. Dazu nehme ich mir eine Feile. Und versuchen mal hier die letzten Grate zu entfernen. Außerdem feile ich damit jetzt direkt die Oberfläche schön glatt. Dann nehme ich mir einen Akkuschrauber, einen schönen kleinen Bohrer . Ich würde mal sagen, 1,5 versuchen wir mal, müsste eigentlich passen. Freihand, das mache ich jetzt gerade mal kurz ein bisschen off-cam. Ich entschuldige mich dafür. Aber so habe ich an der Tischkante einfach mehr Gefühl. Hm.
Wie erwartet ist das ganze Ding hohl. Und wir haben jetzt hier relativ mittig ein Löchlein drin. Da versuche ich jetzt die Schraube hineinzuwürgen. In der Hoffnung, dass sie scharf genug ist, sich da selber ein Gewinde reinzuschneiden. Was sie ist. Und somit haben wir quasi schon diese Platte, sage ich jetzt mal, ersetzt. Und rein theoretisch, ach so, ja, genau, man muss vorher natürlich das Ding da durchführen, weil jetzt haben wir ja einen durchgehenden runden Kopf und keine Möglichkeit, das so da passend durchzupacken. Deswegen erst dadurch, dann ranschrauben. So. Halten tut es schon mal. Es rutscht nicht raus. Wenn das jetzt noch drauf passt, bin ich zufrieden. Es passt. Bin begeistert. Das ist natürlich nicht hier die super... Clearances sind jetzt nicht so toll, ne? Das ist ein bisschen wackeliger. Ja, belassen wir es dabei. Besser geht's leider nicht, aber immerhin wieder funktionsfähig. Dann schrauben wir die Schräubchen wieder da rein. Das war's auch schon. Die ganze Geschichte hat jetzt vielleicht 6-7 Minuten gedauert. Und der Kopfhörer ist wieder benutzbar. Nun dann, bis zum nächsten Mal.